Wir jumpen jetzt heute in direkt Teil 2 von mythischen Kreaturen, die mit der Kamera eingefangen. Ja. Hey, willkommen. Weil wir waren schon lange nicht mehr bei der Weißen Eule. Let's go. Willkommen zu einem neuen Video. Jeder liebt Legenden und Mythen über geheimnisvolle Kreaturen, die vor tausenden von Jahren auf unserem Planeten gelebt haben sollen. Manche Menschen glauben, dass es sie wirklich gab, während andere sagen, dass sie immer noch unter uns leben. Heute zeigen wir dir 10 Mythen. Glaubt ihr an so Fabelwesen, die es gibt? Glaubt ihr sowas? Sowas wie Bigfoot? Glaubt ihr an Bigfoot? Mythische Kreaturen, die mit der Kamera eingefangen wurden. Nessie? Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Viele Menschen fragen sich, ob Moby Dick ein echter Wal war. Es wird angenommen, dass der Roman tatsächlich auf wahren Begebenheiten irgendwo in der Tiefe des Meeres beruht. Die Geschichte handelt von George Pollard, einem Mann, der mit seinem Boot im Pazifischen Ozean segelte und von einem riesigen Pottwal gerammt wurde. Dieser Wal soll jedoch weiß gewesen sein und wurde seitdem nicht mehr gesichtet. Aber hätte es einen riesigen weißen Wal wirklich gegeben? Das ist die Frage. Ein anderer riesiger Wal, der im 19. Jahrhundert im Pazifischen Ozean gesichtet wurde, hieß Mocha Dick. Und auch über ihn wurde eine Geschichte geschrieben. Aber was ist mit der heutigen Zeit? Gibt es im 21. Jahrhundert noch riesige Weißwale? Es scheint so, denn vor kurzem hat jemand zufällig einen riesigen Wal gesehen und alle nannten ihn sofort einen echten Moby Dick. Albino-Wale sind sehr selten, daher war es eine Überraschung, den Wal auf der Kamera zu sehen. Der Mann, der das Glück hatte, ein Foto von ihm zu machen, sagte, es sei sein Traum gewesen, einem solchen Wal zu begegnen. Heftiger Traum. Und noch heftiger, dass das dann in Erfüllung geht. Nummer 9. Es gibt viele Geschichten über eine nächtliche Kreatur, die wie ein... Der Chupacabra. Das war mal ein großes Thema bei uns im Büro, weil wir nicht wussten, ob Annika sich das eingebildet hat, ob es den gibt oder nicht. Aber es scheint wohl ein tatsächlich fast echtes irgendwie Fabelwesen zu sein. Haarloser Hund mit langen Beinen aussieht und die Menschen seit jeher in Angst und Schrecken versetzt hat. Diese Kreatur wird Chupacabra genannt und im Jahr 2008 wurde eine mysteriöse Kreatur gesichtet, die ähnlich aussah. Die Kreatur rannte über die Straße in eine unbekannte Richtung. Es gibt aber auch andere Beweise dafür, dass der Chupacabra tatsächlich existieren könnte. Im Jahr 2014 fand ein Ehepaar aus Südtexas in seinem Garten ein seltsames Wesen ohne Haare. Sie fingen es in einen Käfig und riefen die Behörden an, um es zu identifizieren. Ein Hund? Doch niemand konnte die Frage beantworten, um was für ein Tier es sich handelte. Glaubt ihr, dass es diesem Paar gelungen ist, den legendären Chupacabra zu fangen? Nummer 8. Yowie-Jäger sind dafür bekannt, dass sie immer bereit sind, die mysteriöse Kreatur zu fangen. Einige Leute haben vor kurzem einige bizarre Theorien darüber aufgestellt, wie ein Yowie verschwinden konnte. Was ist ein Yowie? Als das Feuer in den australischen Wäldern ausbrach. Eine Theorie besagt, dass der Yowie super schnell ist. Yowie? Heißt es nicht Yeti? Das heißt doch nicht Yowie, oder bin ich jetzt gerade im falschen Film? Das heißt so Yeti. Yowie? Habe ich noch nie gehört. Während andere behaupten, dass das Tier die Gefahr im Voraus spüren kann und weiß, wie man sich schnell versteckt. Yeti ist im Schnee und Yowie ist was ganz anderes. Die letzte Theorie ist die seltsamste, denn sie besagt, dass der Yowie sich in verschiedene Dimensionen versetzen kann. Die Jäger fragten die Behörden, ob es ihnen jemals gelungen sei, einen Yowie zu fangen, aber das war nicht der Fall. Was glaubst du, was für eine Kreatur sie hier gefangen haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 7. Disney hat Meerjungfrauen in seinen Zeichentrickfilmen romantisiert. Und wenn wir an dieses geheimnisvolle Wesen denken, stellen wir uns oft eine schöne Frau mit einem Fischschwanz vor. Wir stellen uns auch vor, dass sie ihr Leben friedlich tief im Ozean verbringen. Aber sehen sie wirklich so schön aus, wie wir denken? Und die wichtigste Frage ist immer noch, ob es Meerjungfrauen wirklich gibt. Das ist schwer zu beantworten, aber wenn man dem folgenden Video Glauben schenken darf, schwimmt hier eine echte Meerjungfrau im Wasser. Leider ist das Videomaterial nicht sehr klar, aber es scheint... Ja, also ist immer sehr zufällig, dass diese Aufnahmen so super pixelig sind oder halt auch sehr verwaschen, ne? Ist immer sehr zufällig, dass es ist so. Eindeutig einen langen, fischförmigen Schwanz zu haben und auch einen menschlichen Körper. Es war jedoch nicht das erste Mal, dass Menschen Meerjungfrauen mit der Kamera eingefangen haben, aber leider ist die Qualität dieses Videos oft eher mäßig. Es bleibt also ein Rätsel, ob es sich tatsächlich um eine Meerjungfrau handelt oder nicht. Nummer 6. Natürlich dürfen wir die Drachen in dieser Liste nicht vergessen. Was meint ihr dazu? Haben Drachen wirklich existiert?
Ein chinesisches Dorf in der nördlichen Provinz Hebei wurde in Angst und Schrecken versetzt, nachdem man ein fast 20 Meter langes Drachenskelett gefunden hatte. Der Ort, an dem die angeblichen Drachenknochen gefunden wurden, rief eine riesige Menschenmenge hervor und das Video wurde sofort ins Internet hochgeladen. Viele Menschen glauben jedoch, dass es sich um eine Fälschung handelt und dass jemand die Bewohner des Dorfes nur zum Narren halten wollte. Das würde ich auch sagen. Also, die beste Theorie, die ich zu Drachen gehört habe, ist folgende. Seid ihr bereit? Okay, Vögel haben ja so etwas dünnere Knochen, dass wenn die sterben und dann so unter die Erde kommen, dass dann diese Knochen über Jahre irgendwie kaputt gehen. Keine Ahnung, kenne mich nicht mit Knochen aus, habe ich nur so gehört. Und dann haben Leute gesagt, bei Drachen, wenn es sie gegeben hätte, also hohle Knochen, genau. Und bei Drachen, wenn es sie gegeben hätte, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, weil die sich auch durch die Lüfte bewegen und ähnlich zu Vögeln sozusagen sind, oder so prähistorisch, dass das sehr ähnlich hätte sein können mit deren Knochen, dass die einfach zersetzt wurden und dass man deswegen davon nichts mehr findet. Achte, weil früher gab es ja dann auch schon immer diese Zeichnung von Drachen. Das ist ja so ein Fabelwesen, weil es so Geschichten und Überlieferungen kommt. Kann natürlich auch schon Science Fiction und Fantasy gewesen sein, aber kann auch daher kommen, dass die einfach die Knochen hohl waren. Aber es wird euch vielleicht überraschen zu erfahren, dass es unter uns echte Drachen gibt. Hier ist der Komodo-Varan, die größte lebende Eidechse, die mehr als 3 Meter lang und bis zu 170 Kilogramm schwer werden kann. Diese Kreatur ist wirklich riesig und der engste Verwandte des Drachens. Wie der Verwandte des Drachens? Also gibt's doch einen Drachen jetzt? Viele von uns kennen die Hobbits durch den Film Der Herr der Ringe. Aber habt ihr euch schon einmal gefragt, ob es die Hobbits jemals im wirklichen Leben gab? Es mag unglaublich klingen, aber 2004 fanden Wissenschaftler Skelette von winzigen Menschen und nahmen an, dass sie vor 18.000 Jahren auf einer abgelegenen Insel in Indonesien lebten. Sie waren winzig, nicht größer als ein 3-jähriges Kind und lebten angeblich in Höhlen in Asien und Australien. Die Wissenschaftler nannten sie Homo floresiensis, weil sie sie auf der gleichnamigen Insel fanden. Sie wurden aber auch Hobbits genannt, weil sie den Kreaturen in den Herr-der-Ringe-Filmen ähnelten. Nummer 4. Als wir Kinder waren, haben wir alle an Feen geglaubt. Vor allem, nachdem wir die berühmten Disney-Filme gesehen hatten. Auch unsere Eltern haben uns etwas... An eine Fee habe ich nie geglaubt, bin ich ganz ehrlich. ...vorgemacht, indem sie sagten, es gäbe eine Zahnfee. Aber was wäre, wenn unsere Eltern uns nicht belogen hätten und es noch andere Feen gäbe? Hier ist ein Video, das etwas zeigt, das wie eine Fee aussieht. Es gibt jedoch Leute, die glauben, dass es nur ein Insekt oder Staub ist. Aber wenn du genau hinsiehst... Ich würde schon sagen, dass es eher so ein Insektenthema ist. ...kannst du sehen, dass es einen Körper und Flügel hat. Das Video stammt aus dem Jahr 2007 und es sieht ziemlich glaubwürdig aus. Aber was denkt ihr? Könnte es echte... Guck mal, wie verpixelt das aussieht. Da könnte auch einfach jemand so eine Plastikfee genommen haben und das dann angeleuchtet im Wald. Das ist ja Quatsch. ...Feen auf der Erde geben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 3. Das ist eine Motte. Der Skunk Ape, auch bekannt als Florida Bigfoot, ist eine affenähnliche Kreatur, die in den südlichen Wäldern der Vereinigten Staaten leben soll. Eine Reihe von Menschen behauptet, dieses große haarige Monster mehrmals in den nahegelegenen Wäldern umherstreifen gesehen zu haben. Viele behaupten auch, dass es sich um eine der glaubwürdigsten Sicht... Alter, hier kannst du ja Pixel zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ...eines sogenannten Stinktieraffen handelt. Man sagt auch, dass sich die Kreatur gerne in der Nähe von Sümpfen aufhält. Man glaubt auch, dass der Skunk Ape ein Cousin von Bigfoot ist, da er viele Ähnlichkeiten aufweist und sehr groß ist. Ihr müsst immer bedenken bei solchen Sachen, gerade wenn es um so Affengeschichten geht oder sonstiges. Immer dabei bedenken, da drumrum ist eine Industrie von Leuten, die damit Geld verdienen, dass es solche, in Klammern, Legenden von diesen Fabelwesen oder Tieren gibt, die euch dann mitnehmen auf Touren oder Merch verkaufen damit. Deswegen... Diese Kreatur ist vor allem im Süden der Vereinigten Staaten, insbesondere in Florida, sehr beliebt und es wird behauptet, dass sie regelmäßig gesichtet wird. Einige Wissenschaftler glauben, dass es ihn wirklich gibt und dass er in den dortigen Wäldern lebt. Leider gab es noch nie einen hundertprozentigen Beweis für diese Behauptungen, obwohl mehrere Videos von diesem Monster im Umlauf sind. Skeptiker sagen jedoch, dass es sich auch nur um Menschen handeln könnte, die sich verkleidet haben. Nummer 2. Könnte sein. Glaubst du an Zwerge? Man kann sagen, dass sie einfach nur kleine Menschen sind und nichts Ungewöhnliches an sich haben. Kennt ihr, oh mein Gott, kennt ihr dieses Video? Kennt ihr, oh mein Gott, kennt ihr dieses Video über den, ich weiß nicht mehr, wie er heißt von den Zwergen, aber über den Zwerg hier, das hat mich komplett mindgeblown, das habe ich auf TikTok gesehen.
Das hat mich richtig fertig gemacht. Seid ihr bereit dafür? Dieser Zwerg hier wird später erwachsen, aber war nie ein vollwertiger Zwerg. Deswegen sieht er auch anders aus als die anderen. Der ist eigentlich ein misshandeltes Kind. So ist die Backstory. Und der siedelt sich nur bei den Zwergen an, wird auch mit aufgenommen. Das ist ja, glaube ich, der Tollpatschige oder so. Und der wird später verstoßen von den Zwergen, weil er weiter wächst, zieht dann in die Stadt. Und das ist hier Geppetto, der Pinocchio schnitzt, weil er in Pinocchio und dann sieht man bei Geppetto nämlich immer die einzelnen irgendwie Gegenstände und die Uhren, die er sonst geschnitzt hat und die Holzschnitzereien, die immer auf so eine kaputte Kindheit hinweisen. Und er hat genau die gleiche Nase und genau die gleichen Augen. Und es würde wohl in der angeblichen Disney-zeitlichen Abfolge auch Sinn machen, dass er Geppetto wird. Das hat mich richtig zerstört, als ich das gesehen habe. Das hat mich richtig kaputt gemacht. Da wurde so richtig von mir so ein kleiner Junge, der so vorm Fernsehen saß und das alles ganz toll fand damals, der wurde da einfach getötet, als ich das gesehen habe. Das hat mich richtig kaputt gemacht. Da gibt es voll die gute Theorie zu. Und irgendwie glaube ich auch fest daran. Das ist meine Verschwörungstheorie, an die ich glaube. Haben, denn es gibt auch im wirklichen Leben Menschen, die nicht sehr groß werden. Aber in diesem nächsten Video hat jemand offenbar einen echten Zwerg mit der Kamera eingefangen. Der Zwerg scheint direkt einem Märchen entsprungen zu sein. Ja, leider wurde die Qualität des Videos mit einer miserablen Kamera gefilmt, aber ihr könnt jemanden sehen, der sehr klein ist und ungewöhnliche Kleidung trägt. Dem Video... Ich kann gar nichts sehen. Zufolge soll der Zwerg aus dem nahegelegenen Wald kommen und sich dort öfters verstecken. Wenn man genau hinsieht, kann man erkennen, dass das kleine Wesen wie ein Mittelalter... Guck mal hier, Quellenangabe von Amazing Mystery Video. ...mittelalterlicher Zauberer mit langem Hut und Umhang aussieht. Es heißt, der Hauptgrund, warum wir diese geheimnisvollen Wesen nie zu Gesicht bekommen, ist, dass sie sich gut verstecken können. Diesem Menschen ist es jedoch gelungen, ein Exemplar mit der Kamera einzufangen, was ein Beweis für die Existenz von Zwergen sein könnte. Nummer 1. Ich liebe die Videos. Ich habe euch das schon hundertmal gesagt. Weiße Eule-Videos, das ist wirklich... Also wissenswert ist schon heftig, aber Weiße Eule zieht das auf ein ganz anderes Level immer. Der Werwolf ist eines der beliebtesten Fabelwesen, das in fast allen Kulturen vorkommt. Den Erzählungen zufolge können Werwölfe wie normale Menschen aussehen, aber nachts, vor allem bei Vollmond, verwandeln sie sich in gruselige und gefährliche, blutrünstige Wölfe. Die folgenden Videoaufnahmen sind erschreckend, denn jemand hat einen riesigen Wolf gefangen, der sich im Gebüsch versteckt. Nach Angaben des Mannes, der das Video hochgeladen hat, handelt es sich um einen echten Werwolf, der regelmäßig in die Nähe seines Hauses kommt. Also beschloss er, eine Kamera aufzustellen, und es gelang ihm schließlich, das Tier mit der Kamera einzufangen. Schaut euch die Kreatur noch einmal genau an. Sie scheint einen kräftigen, muskulösen Körper und leuchtende Augen zu haben. Ich sehe nichts. Es könnte euch ein wenig an einen Werwolf erinnern, den wir alle aus Märchen und Legenden kennen. Vielleicht gibt es Werwölfe wirklich und... Hey, das ist ein großer Hund. ...leben sogar unter uns. Also sei vorsichtig und geh auf keinen Fall nachts in den Wald, besonders nicht bei Vollmond. Welches Fabelwesen gibt es eurer Meinung nach wirklich? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ich liebe die Videos. Es macht mich jedes Mal wieder aufs Neue fertig. Ich sage euch ganz ehrlich, es macht mich jedes Mal wieder aufs Neue fertig.